Willkommen zum letzten Part von Mario. Und zwar zu einem ziemlich speziellen, da ich nicht nur jetzt versuche, eine, ja, persönliche Bestzeit hierfür aufzustellen. Also ich werde jetzt im Speedrun da durchrasen, sondern ich habe auch so ein paar Themen vorbereitet. So, wir beginnen natürlich mit Welt 1, ist ja klar. Und wenn ihr Interessenten dieses Kanals seid, dann empfehle ich euch wirklich das Video bis zum Schluss eigentlich, kann man schon sagen, anzuschauen, beziehungsweise ich werde halt Bescheid sagen, wenn ich dann mit den ganzen Themen fertig bin. So, also das wird jetzt auch nicht wirklich leicht hier, um mal anzufangen. Ich werde kein Datum mehr in Videos sagen und auch keine Uhrzeit mehr, weil das ist erstens ziemlich verwirrend und außerdem kommt man sich so ein bisschen verarscht vor, wenn man dann so gesagt bekommt, ja nee, das Video, was du siehst, ist eigentlich schon ziemlich alt, also nicht so aktuell, aber... Ja, ich nehme halt immer gerne Videos im Voraus auf. Und ja, halt jetzt werde ich es noch einmal sagen. Wir haben den 24.08.2017 und 21.16 Uhr. Ich denke, das Video wird am Sonntag rauskommen. Bin mir aber nicht sicher. Könnte auch den Montag sein. Und wo wir gerade schon mal beim Thema Montag sind, da beginnt ja auch wieder... leider die Schule halt, was ich echt nicht gerne zugebe, aber ja, ist halt so, kann man nichts gegen machen. Und zum Thema Schule, wie schon gerade gesagt, will ich ja dazu jetzt was sagen. Ja, ich weiß nicht, ob dann weniger Videos kommen werden, wird aber sowieso kaum jemanden jucken, weil es gibt eigentlich nur einen aktiven Zuschauer zurzeit auf meinem Channel. Beziehungsweise richtig aktiven, meine ich jetzt, der sich auch jedes Video gibt und nicht immer so kurz reinschaltet einfach nur und mir somit die Watchtime einfach killt. Nee, sondern der schaut sich das Video, also die Videos komplett an. Und ja, finde ich eigentlich auch ziemlich nice. Dann habe ich wenigstens jemanden, der mich unterstützt. Ich meine, man will ja auch nicht nur die ganze Zeit halt Videos uploaden, die sich dann halt niemand ansieht im Endeffekt, sondern man will halt, dass sich das eben jemand anschaut. Und so wird das eigentlich nichts mit dem Speedrun. Also, das ist echt Fail hier. Naja, wie dem auch sei, es soll ja jetzt eher um die Themen gehen hier, die ich vorbereitet habe. Und das nächste Thema wäre dann auch schon... Ein Moment, ich muss ja gleichzeitig zocken und hier vorlesen. Kommende Projekte, genau. Wird Mario Kart 8 Deluxe kommen und auch Super Mario 64, aber das auch erst nachdem, beziehungsweise Mario Kart 8 Deluxe wird demnächst schon kommen, aber Super Mario 64 wahrscheinlich erst nachdem entweder Super Tux oder halt Super Tux Kart abgeschlossen ist. Weil sonst habe ich einfach zu viele Projekte am Laufen und dann komme ich auch manchmal ein bisschen durcheinander mit den Projekten und ja, ist halt nicht so geil. Oh, wow, das war knapp. Hau einfach ab. Danke sehr. So. Es wird im Übrigen auch was Spezielleres kommen. Was das ist, will ich jetzt noch nicht verraten. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wann das kommen wird. Aber wenn es dann soweit ist, dann werde ich natürlich dazu sagen, ja, das habe ich damit gemeint.
So. Die kleineren Projekte werden übrigens auch erst kommen, wenn Super Tux Kart und Super Tux abgeschlossen wurde. Heißt, kleinere Projekte, damit meine ich jetzt einen Moment, muss ich mal kurz auf den Zettel hier schauen, ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. Was steht denn da? Ach so, nach Super Tux, Splatoon 2 und Mario Kart 8 und Super Tux Kart, meine ich eigentlich. Danach werden dann wahrscheinlich auch wieder mehrere kleine Projekte kommen. Heißt quasi die ganzen Sachen, die ich am Anfang von meinem Channel halt aufgenommen habe. Heißt Sword the Court und Shellshock Live und auch The Legend of Princess ist zwar auch ziemlich aktuell noch eigentlich von den kleineren Projekten, aber trotzdem. Dazu wird erstmal nichts kommen, denke ich. Weil ja, ich habe halt zu viele Projekte zurzeit am Laufen und dann kann ich auch nicht immer wild durcheinander würfeln. Es ist zwar schön viel Abwechslung, aber ich komme dann auch manchmal ein bisschen damit durcheinander und dann ist halt Fail. So. Es ist übrigens auch mit den kleineren Projekten Flutrunner gemeint. Ich weiß nicht, ob ich das noch so dazwischen schiebe oder als Bonusvideo mache, weil ich das ehrlich gesagt ziemlich schnell abhaken will. Weil es mich schon ein bisschen stört, dass ich da jetzt so eine heftige Pause gemacht habe. Und du fühlst dich ganz cool, ne? Du fühlst dich mega cool, ne? Aber das bist du nicht. Du bist einfach nur ein Lappen. So. Genauso wie du, hau ab. Ich bräuchte mal einen Pilz. Bitte. Nö, wird mir eiskalt nicht gegeben. Alles klar. Ja, eigentlich bräuchte ich jetzt einen, weil ich bin halt klein und dann wird's gleich wieder Failerei geben in den nächsten Welten halt. So, vielleicht hier einen. Ja, nice. Okay, sehr schön. Oh, das war eigentlich ziemlich geil. Sah ziemlich nice aus. Kommt da was raus? Nee, oder? Nö, scheint nicht. Ja gut, da oben ist bestimmt nicht wirklich was. Also, um ehrlich zu sein, bestimmt gar nichts. Aber um wieder zu den Themen zurückzukommen. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal dieses Projekt hier abschließen. Also mit diesem Part halt. Dann halt vielleicht noch Flutrunner dazwischen quetschen und auf jeden Fall dann auch noch. Ich bin so dämlich, ehrlich. Das war wirklich einfach nur Fail. Vielleicht dann auch noch. Nee, das war's eigentlich. Nee, 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 das war's. Ich will halt nur Flutrunner abschließen, weil das halt noch so ein. Ah, shit. Oh, man. Ah, scheiß drauf. Weil das halt so unfertig ist. Ja, natürlich ist es unfertig, aber ich meine, es ist so. Da ist einfach so eine Lücke und das sind nur vier schnelle Parts, die man dazu machen muss und ich kann eigentlich auch immer nur so Bonusteile dazu machen, die halt, also Bonus-Videos meine ich jetzt zu den normalen Video, was vielleicht auch nicht kommen wird, dann kann ich das ja eigentlich einfach dazwischen schieben, weil wie gesagt, Schule und so ist halt am Gymnasium jetzt die Oberstufe und ist halt nicht das Leichteste, ne? Also Oberstufe, die EF soll noch ziemlich leicht sein. Wurde mir gesagt, aber ja, man muss sich halt trotzdem anstrengen da, ne? Weil kommt man auch nicht drum rum und fertig geworden. Also, jetzt wollte ich ja mal schauen, ob man da übers Ziel drüber kann, aber dafür müssen wir halt klein sein.
Egal, da schneide ich dann wahrscheinlich am Ende des Parts rein. So. Ja, das war's eigentlich. Also wenn ihr nur die News sozusagen mitkriegen wolltet und eigentlich euch das auch nicht wirklich interessiert, was ich hier labere, dann könntet ihr jetzt eigentlich schon abschalten. Hau ab, hau ab, hau ab! Alter, hau doch ab! Nee, ich bring mich jetzt um. Fertig. Fertig geworden hier. So, zack. Oh, Moment. Ist ja ein... Oh, Mann, dann muss ich von vorne starten gleich, oder? Oh, man, nein. Darauf habe ich... Ey, wieso konnte ich den nicht einfach treffen? Das war so fucking unnötig. Aber naja, egal. Dann rennen wir halt jetzt einfach durch. Moment. Ist hier vielleicht noch unter Umständen eine Blume? Nein. Natürlich nicht. Naja, wie gesagt, das war's eigentlich mit den News in Anführungsstrichen. Und wenn euch der Rest hier nicht interessiert... Und ich bin so dämlich, Alter. Ja, genau. Hier wäre natürlich wieder etwas gewesen. Hätte ich die Blume mitnehmen können. Ja. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, ich werde das hier ziemlich schnell durchkriegen. Weil... Ja... Ich will jetzt auch nicht hier einen ultra heftigen Part draus machen. Wenn ich failen sollte, werde ich wahrscheinlich einfach, ja, Ende machen und dann halt noch versuchen, dahinter die Ziellinie zu kommen vom Castle. Ich denke, ich werde das erste Castle auch nehmen, weil das erreicht man halt am leichtesten. Eine Bohnenranke? Ja, okay, komm. Gehen wir mal hoch. Ich glaube, ich habe das auch im Let's Play noch gar nicht gezeigt, was hier oben ist. Bin mir aber nicht sicher. Naja, hier sind halt einfach nur ein paar Münzen, wo man sich dann Ups holen kann. Moment. Doch, ich hab's schon gezeigt. So. Okay, einen Up habe ich schon mal. Na... den Rest habe ich aber verkackt. Oder? Moment. Ne, habe ich verkackt. So. Okay. Hier den einfach killen. Weg mit dir. Und auch weg mit dir. Finde ich übrigens gut, dass es jetzt geklappt hat. Ich hätte mir ziemlich gut denken können, dass ich da schon wieder von dem Koopa getroffen werde. Aber nö. Ist auch besser so. Okay, die Welt mag ich jetzt eher nicht so, weil sie halt grau ist und so ein bisschen Depri aussieht, aber ja, ist halt auch jetzt nicht weiter schlimm hier. So, hier ist eine Blume. Das ist gut, aber brauche ich nicht. Ich habe schon eine und wie ein super... Wow. Wie ein Supertox ist es ja auch nicht, dass man hier die Blume upgraden kann. Oh, jetzt kommen die Assis wieder hier. So. Na, kommt ruhig. Yes. Haha. Läuft. Außer ich werde jetzt durch irgendeinen dummen Fehler nochmal getroffen. Nö, werde ich nicht. Sehr schön. Ich frag mich, ob ich das hier noch durchkriege. Mit, mit der achten Welt, meine ich. So. Ich muss gleich hier runterspringen. So. Und dann so den hier machen. Jawoll. Sehr geil. Und können wir, glaube ich, auch Bowser mit der Feuerblume töten. Ich finde es übrigens auch irgendwie ein bisschen lustig, wie manche halt Browser sagen. Ich meine, ja, Browser, damit surft ihr halt rum im Internet und so.
und den benutze ständig, aber Bowser und Browser kann man doch auseinanderhalten, oder nicht? Und was zur Hölle? Kann er die zurück... Wow, der kann die zurückwerfen. Nein, oh. Ach so, okay. Ist nicht weiter schlimm. Okay, der kann halt hier die Hämmerlis werfen. Hämmerlis, boy. Ist aber auch ein Ausdruck schon wieder hier. So, jetzt kann ich das eigentlich ziemlich gut... Nein, ich verkack's natürlich. Trottel. Egal. Dann werde ich es halt am Schluss reinschneiden, wenn ich es jetzt hier im eigentlichen Let's Play nicht gebacken kriege. Oh, das war das Hasslevel von mir, glaube ich, oder? Ja, das war das Hasslevel. Das war so krank und asozial. Nein, hau doch ab! Ey, ich hab doch auf dieses... auf die verdammte... Renntaste gehämmert, dass ich ein Feuerball werfe. Oh Mann. Und manchmal, wenn ich Videos bearbeite, kommt mir das so vor, als ob der Ton so ein bisschen asynchron ist, obwohl ich ganz genau weiß, dass er nicht asynchron ist. Und jetzt fängt wieder das Failen an, ja. Ja, Game Over. Aber es ist halt, das hört sich halt so an, weil ich manchmal ein bisschen verspätet zu den Sachen reagiere. Naja, ich werde dann euch noch halt das mit dem Castle zeigen, wenn es da überhaupt was zu zeigen gibt. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt hier schon mal. Aber das mache ich gleich sowieso nochmal. Also, bis gleich. So, weiter geht's hier. Ich habe den Drecksack jetzt schon gekillt. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch hinters Ziel springen. Ich hoffe, das gelingt mir. Nö. Okay. Na. Dann noch ein Versuch. Eben ist nichts geworden, aber vielleicht klappt's ja dieses Mal und wenn nicht, dann ist auch egal. So. Und... tatsächlich. Oh ja, man bleibt dann aber hier oben. Ja, alles klar. Ich wollte es nur halt mal nachprüfen. War halt jetzt ein bisschen unnötig. Aber wie dem auch sei. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen und wenn euch es gefallen hat, könnt ihr vielleicht ein Like da lassen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.